Der Hubradsatz Typ 507 ist ein kompaktes Gerät zum Anheben und Verfahren von Containern bis 17 Tonnen. Das Transportrack ist fahrbar auf eigenen Rollen und kann mit einem Gabelstapler aufgenommen werden. Jede Containerecke nimmt ein Radelement auf. Die Last wird in den unteren ISO-Ecken des Containers fest verriegelt. Mit Zurgurten werden die Tragholme verspannt. Mit einem geeigneten Fahrzeug kann der Container mit bis zu 12 km pro Stunde gezogen oder geschoben werden. Die Deichsel ist wahlweise vorn oder hinten am Container anbaubar. Das Nachlenken an den einzelnen Rädern ermöglicht Kurvenfahrten mit engem Radius. Zwei oder vier Personen heben und senken die Last mit geringem Kraftaufwand. Die Niveauanzeige hilft, die Lage zu kontrollieren. Der Hubradsatz kann am Container verbleiben oder zur Aufbewahrung im Rack bereitgehalten werden.